wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Alter, was ist hier gerade passiert? Wir sind zum Frühstück runter und ich meine, jedem ist bewusst, wie intensiv diese Situation gerade weltweit ist. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist der absolute Wahnsinn. In der ganzen Welt bekommst du kein Desinfektionsmittel mehr und hier auf Lombok werden die Straßen desinfiziert. Wenn es hilft, dann ist ja gut. Aber heute und bevor jetzt hier der Lockdown kommt, möchte ich mir nochmal die Zeit nutzen, schnell noch ein bisschen was shooten. Und heute ein ganz cooles Thema, denn ich möchte euch meine absolute Lieblingskamera vorstellen. Die A7 R4, liebe Freunde. Das ist die Kamera, mit der ich inzwischen alles schieße. Alles, was ihr auf Instagram fototechnisch seht, alles, was ihr auf YouTube videotechnisch seht, all das läuft durch diese Kamera. Natürlich nicht komplett, denn ich habe noch eine Action-Cam und eine Drohne und eine zweite Sony-Cam, mit der ich jetzt gerade aufnehme, sonst könnt ihr die R4 ja nicht sehen. Aber ich möchte euch heute wissen lassen, warum ich aus den letzten 10 Jahren Produktion, YouTube, Instagram, wie ist das, aus den ganzen Kameras, die ich benutzen durfte, diese eine A7 R4 am coolsten finde. Beginnen wir doch mal mit dem Autofokus. Liebe Leute, ich glaube, der Autofokus ist sogar der Aspekt an dieser Kamera, der mich am allermeisten überzeugt hat und weshalb ich diese Kamera wirklich Tag und Nacht für alles benutze. Was für ein Zufall. Wir müssen heute noch ein Instagram-Foto machen. Oh, zwei hübsche Ladies. Demonstrieren wir euch doch mal, wie der Fokus funktioniert. Hallo Schatz. Hallo. Wir haben uns hier eine coole Location ausgesucht. Du hast uns als Models bestellt. Oh, ja, wunderhübsch seht ihr aus. Ja, ich habe auch mein rotes Kleid an, Papa. Damit stichst du richtig gut raus aus diesem wundervoll grünen, was sind das, Bananenblätter? Ja, klar, das sind Bananenkleid. Ich glaube, das ist eine Bananenstaude. Nehmen wir das nochmal als Hintergrund und ich demonstriere euch jetzt, wie geil der Autofokus ist. Ihr seht, es gibt nicht nur die Gesichtserkennung, sondern auch den Augenautofokus. Der zeigt sich jetzt hier in diesen grünen Punkten. Ich komme rein ins Bild und habe direkt den Fokus auf den Augen. Ratzfatz, das geht so gut. Zack, zack, zack. Na, kleine Maus? Hey! Egal, wie sehr ich das Bild bewege und ich komme direkt zum Stillstand und ich mache 2, 3 Bilder und er sucht sich direkt die Augen raus. Das Coole ist, wenn man jetzt in den Video-Mode geht, eigentlich für unsere Videos natürlich noch viel essentieller, ist der Augen-Autofokus so derbe intelligent, selbst wenn keine Augen da sind, merkt er sich quasi den Fokuspunkt vorher. Ich demonstriere euch das einfach mal. Ihr seht, der Autofokus ist aktiv. Kommt mal ein bisschen auf die Kamera zu. Bup, ihr seht, der Autofokus bleibt. Er bleibt die ganze Zeit auf Milovichs Augen. Springt mal auf Mamas Augen zurück. Und jetzt dreht euch mal. Das heißt, nehmt die Augen aus dem Bild raus. Der Fokus bleibt gleich. Der Fokus bleibt intelligenterweise auf den Objekten, die sich bewegen. Oder wo das Auge vorher war. Marsi-Spatz. Ich hab die sich jetzt dahinter verstecken. Man konnte ihre Augen immer noch sehen. Aber tatsächlich, wenn du diese bewegenden Objekte hast, wie das kurzzeitige Wegdrehen und wieder reindrehen, dann verweilt der Fokus auf der Person. Mega stark. So, dann gibt es noch ein richtig mächtiges Tool, das nennt sich Lock-on-Tracking. Hat auch was mit Autofokus zu tun. Ihr sucht ein Objekt aus über das Display, wählt es an und egal, wo sich dann dieses Objekt hinbewegt, von links nach rechts, oben, unten, solange es innerhalb des Bildes ist, bleibt der Fokus auf diesem Objekt. Mega geil, funktioniert so astrein. Liebe dich, geile Kamera. So, nehmen wir doch mal diesen wunderschönen Kaktus als Objekt. Das passiert, wenn man keine Freunde hat. Sucht man sich den nächstbesten Kaktus aus. Dann haben wir ihn jetzt ausgewählt im Frame. Drückt drauf, ihr seht, es leuchtet grün, er hat es aktiviert. Und egal wie ich mich jetzt bewege, ob ich jetzt rangehe oder zurückgehe, mega nice, Fokus bleibt auf diesem Kaktus. Das ist natürlich äußerst useful, gerade wenn ihr im 2,8er Blendenbereich spielt und der Hintergrund in die Unschärfe fällt und ihr natürlich nicht wollt, dass bei solcher Bewegung ihr den Fokus immer nachziehen müsst. Alter, komm, es geht so schnell. Ich liebe diesen Fokus. Schnell mal wieder viel zurück switchen. Direkt gemerkt, S2 ist echt nicht gut im Fokus, Mann. Ich bin so froh, dass ich die R4 jetzt benutzen darf. Die ist ein absoluter Game-Changer. So, was natürlich auch absolut gar nicht zu beachten ist, sind die 61,1 Megapixel-Resolution dieser Kamera. Das ist der absolute Wahnsinn. Man hat auch inzwischen irgendwie schon das Gefühl, dass umso mehr Megapixel eine Kamera hat, desto besser lässt sie sich verkaufen. Wenn man denkt, größere Zahl ist irgendwie krasser. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, weil natürlich jedes Foto, was man jetzt hier in unkomprimiertem RAW aufnimmt, ich schätze mal 125 Megabyte ungefähr groß ist. Das heißt, wenn du die Speicherkapazitäten nicht besitzt, dann wird es kompliziert für dich. Aber du kannst es auch absolut zu deinem Vorteil nutzen, denn wie zum Beispiel, man sieht hier eine kleine Ameisenstraße. Wenn ihr zum Beispiel eine Optik drauf habt, die keine Makrofunktion hat, sprich, guck mal, kommt ihr ja nicht ausreichend dicht genug dran, ihr braucht einen Mindestabstand. Und dann könnt ihr halt diese kleinen Ameisen
nicht im Detail sehen. Falls ihr jetzt aber ein Foto schießen würde, dann kommt euch diese Megapixelanzahl zugute. Denn ihr könnt reinzoomen bis in gefühlt alle Unendlichkeit. Ich zeige euch das mal hier. Wie ihr sehen könnt, kann man um ein Vielfaches reinzoomen und die Qualität bleibt lange erhalten. Hier bei den größeren Ameisen sieht man es sogar noch besser. Hier habe ich auch eine geringere ISO-Zahl benutzt. Das heißt, noch ein bisschen weniger Rauschen. Es ist wirklich, Alter, von denen will ich mich nicht beißen lassen. Das ist echt crazy. Lasst euch mal durch den Kopf gehen. Ich schieße die Bilder gerade mit einem 2470 auf 40 cm Abstand. Mit einer Makrolinse könnten wir noch wesentlich dichter dran. So, ich habe gerade gesehen, die beiden Mäuse sind gerade am Schwimmen. Ich habe mir gedacht, packen wir nochmal die 120 FPS Slow-Mo-Funktion aus. Ist eine Funktion, die inzwischen jede Kamera haben sollte, finde ich. Viele Leute haben sich auch beschwert, dass die R4 kein 4K 60 Frames haben. Ja, stimmt. Ich glaube, da warten noch alle auf die S3, dass sie endlich rauskommt und dann diese Funktion mitbringt. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ich filme sowieso nicht in 4K, weil ich ja tatsächlich ausschließlich für YouTube produziere und ich glaube, bestimmt Ende 80% bis wenn nicht sogar über 90% der User ist auf dem Handy angucken. Und ob das jetzt 4K auf dem Handy ist oder Full HD, da entscheide ich mich lieber für Full HD gerade, weil ich hiermit auch mit Slow-Mo aufnehmen kann. Lohnt sich für mich definitiv mehr. Leute, wenn der Tag sich dann langsam dem Ende neigt und man dann das Material zieht und anfängt zu editieren und dann auf den Akkustand schaut und dann realisiert so, scheiße, ey, ich brauche diesen Akku eigentlich nicht mal laden, weil ich tatsächlich, lass mich kurz gucken, immer noch 75% Akku habe nach einem gesamten Tag drehen. Natürlich läuft die Kamera nicht durchgängig durch, es sind immer nur kurze Takes und kurzes Gesabbel. Trotz alledem ist dieser Akku um so ein Vielfaches stärker mit der S2 und mit der R2, mit der ich vorher halt wirklich die ganze Zeit über gearbeitet habe. Ich musste immer 4 Akkus mitnehmen. Ich checke diese Leute nicht, die ihren Auspuff hier anschneiden und immer nur auf extremst laut machen. Bringt ja nichts. Sie sind ja nicht mal schneller. Sie sind einfach nur laut und wecken das Baby auf. Also, neuer Akku, der R4, ist Bombe. Ich habe nicht mal einen Ersatzakku. Wir fahren auf eine Megatour, sind überall unterwegs. Diese Kamera reicht für den gesamten Tag. Liebe es. Will noch jemand? Freunde, ich freue mich auf den Lockdown, ey. Wenn hier alle weggesperrt werden, dann kann ich hier wenigstens sitzen und in Ruhe meine Videos drehen. Ah ne, da muss ich ja auch rein. Okay. So, ich switch mal ganz kurz in die dritte Cam, damit ich euch die äußerlichen Unterschiede der beiden Kameras zeigen kann. So, auf den ersten Blick scheinen die Körper tatsächlich sehr ähnlich. Aber die R4 ist ein bisschen größer, ein bisschen bulkiger. Siehst du an dem Griff. Ganz besonders, speziell wenn wir es mal hochstellen, du hast richtig was in der Hand. Hier fühlt sich das so an, als hättest du so einen kleinen Klumpen, den du so drückst. Und dadurch, dass die Kameras auch relativ gleich schwer sind, ist es wesentlich unangenehmer, die alten Kameras so zu tragen. Ich habe ständig irgendwelche Druckstellen an den Fingern gehabt und das ist jetzt bei der neuen Kamera nicht mehr. Wesentlich handlicher. Auch die Oberflächenbeschaffenheit gefällt mir alles wesentlich besser. Bei den Displays hat sich tatsächlich auch nicht viel verändert. Außer, dass das von der R4 jetzt wieder sauber und heil ist. Hier ist richtig zerkratzt, aber daran sieht man mal, dass es bei mir einfach ein Daily-Werkzeug ist. Schon gut kassiert, aber die Displays sind immer noch gleich. Keine hoch- oder zur Seite klappbaren, sondern Sony arbeitet immer noch mit diesen neigbaren Displays. Ist für mich auch vollkommen ausreichend, muss ich sagen. Was aber wesentlich besser geworden sind, sind die Knöpfe. Hier bei der alten Kamera, dieser, die Knöpfe, die sind so richtig eingebettet. Eine Ebene, du spürst die gar nicht richtig. Dieser Drehring ist auch, ich weiß auch nicht, alles so irgendwie Plastikspielzeug. Und hier hast du die Knöpfe weiter draußen, die sind alle gefühlt größer. Ja, so ein richtig klickendes, einrastendes Gefühl. Ich liebe das und auch hier diese Noppen. Oh, das ist eine kleine Fingermassage. Hier siehst du es auch, Knöpfe kommen alle raus. Ist also auch vom grundsätzlichen Feeling her einfach eine viel geilere Kamera geworden. So, liebe Leute, das war ein kleiner Einblick von mir zur Asim R4, wie ich sie benutze und warum sie meine Lieblingskamera ist. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. What's your favorite cam? Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zur Kamera habt oder zu irgendwelchen Funktionen oder vielleicht habt ihr mal in irgendeinem Video irgendwas gesehen, was ihr nicht versteht, wie hast du das gemacht, kannst du mal erklären, schreibt es gerne alles in die Kommentare und lasst mich auch gerne wissen, falls ich nochmal sowas ähnliches zu einer anderen Kamera machen soll. Lasst mich auch sehr gerne wissen, falls ihr Bock habt, solch ein Video über ein anderes Equipment-Style von mir zu sehen. Alter, diese scheiß Fucken, Alter, hier, zu dieser Tageszeit wirklich diese ganzen Zebramücken unterwegs, mega dangerous. Das sind die mit dem A7 R4 natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt sie gerne mal aus. Stay positive, wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Im nächsten Video geht es wieder nach Tampa Hills zu unserer Villa.
bin gespannt, was sie geschafft haben. Stay positive. Tschüssi.